So, hallo und herzlich willkommen zu diesem umfangreichen Videoseminar. Der Thomas Und der Andi. wollen euch zeigen, wie man Mailingbus einrichtet. Und das in einem niegelnagelneuen Builderall-Account, den wir uns gerade über eine 7-Tage-Testdemo angelegt haben. Ja, man kann nämlich Folgendes machen, Thomas. Ja, einen 7-Tage-Test-Account anlegen. Genau. Völlig kostenlos und unverbindlich. Genau, und das haben wir gerade gemacht, denn wir wollen euch anhand dieses Testaccounts zeigen, wie man Mailingbus einrichtet. Ihr könnt also in diesen 7 Tagen was machen, Thomas? Ihr könnt auch Mailingbus nutzen Und was noch? und die Baukästen benutzen. Genau, man kann nämlich alles, was hier drin ist in Mailingbus, alles die 7 Tage kostenlos vollumfänglich testen. Das heißt Genau. also, ihr habt keine Einschränkung, das ist quasi ein richtiger Account, ein richtiger Builder-Account. In 7 Tagen habt ihr Zeit, euch hier alles durchzuschauen. Natürlich ist das etwas kurz, aber ihr könnt zumindest schon mal reinschnuppern, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr schon ein bisschen Vorkenntnisse habt, könnt ihr euch sogar schon eine erste Landingpage bauen in den 7 Tagen und eine Mailingliste anlegen. Und genau das wollen wir euch in diesem Video zeigen. Also, wir zeigen euch jetzt, wie ihr E-Mail-Marketing benutzen könnt, wie ihr Mailingbus benutzen könnt. Und ich zeige euch kurz, wie ihr hier reinkommt zum Mailingbus, und der liebe Thomas würde euch dann zeigen, was man machen muss, um sich hier bei Mailingbus seinen Account quasi anzulegen. Ich klicke zuerst hier auf E-Mail-Marketing, denn dahinter ist Mailingbus versteckt quasi. Jawohl. Und dann hier natürlich oben auf diesem Mailingbus öffnen Link. Natürlich, hier gibt es ein paar Videos. Wir müssen dazu sagen, ehrlicherweise, fairerweise leider alle in Englisch. Wer also kein Englisch kann, hat aber die Möglichkeit, in unserer Builderall VIP-Akademie die passenden Videos in Deutsch dazu zu finden. Das heißt also, wenn ihr Videos in Deutsch haben wollt, geht einfach in unsere Builderall-Akademie. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr die ganzen Videos, die Tutorials zum Mailingbus abrufen und in Deutsch in aller Ruhe ansehen. So, ich klicke jetzt einfach mal hier auf Mailingbus öffnen. Und jetzt geht's los. Und der Thomas erklärt euch jetzt, wie man das einrichtet. Thomas, übergebe jetzt an dich. Jawohl, du hilfst mir Ich dabei. ich übergebe mich jetzt kurz und du kannst gern weitermachen. Okay, also wie ihr hier seht, wir bekommen erstmal eine Begrüßung, willkommen bei Mailingboss und wir finden hier unsere Daten. Wir haben uns Max Max genannt, deswegen ist das hier drin. Das würde natürlich auf euren Namen dann hier stehen. Ihr geht einfach auch weiter. Jawohl, kannst du das ein bisschen größer oder ranzoomen? Kann Dann, ich machen, ja. ja, super. Und zwar, hier oben steht ja drüber ein paar Informationen über dein Business, das heißt den Namen deines Unternehmens, deine Webseite, eine Standard-E-Mail-Adresse zum Senden und zum Antworten. Mach's mal anders. Wir sehen es, so geht's vielleicht auch. Genau. Siehst du was? Ja, wunderbar, wunderbar. Da kannst du vielleicht mal ein paar Daten einfach jetzt in der Zeit, wo ich weiterrede, schon mal eingeben. Max Seiten Unternehmen schreibe ich einfach mal rein. Genau. Ich sage noch mal kurz, warum wir das machen überhaupt. Und zwar, wenn E-Mails versendet werden, sollte man zwingend auch sein Unternehmen darstellen, weil wenn jemand eine E-Mail bekommt, soll er auch wissen, von wem kommt die E-Mail. Ja, also das soll keine Fake-E-Mail sein, sondern wir haben ein richtiges Unternehmen und deshalb sollten diese Sachen oder müssen diese Sachen hier auch drinstehen. Genau. Ja? Wir werden jetzt allerdings mal eine Fake-Adresse einbauen hier. Ja, gut, ist ja ein Ist ja ein Test-Account. Test-Account, deswegen werden wir mal als Max mustermann.com eintragen Genau. und werden dann hier unten ebenfalls Max Mustermann und hier ebenfalls Max Mustermann eintragen. Ja. Also ihr könnt natürlich dann eure eigene Domain, also eure eigene E-Mail-Adresse nehmen. Wichtig wäre zu erwähnen, dass die dann später noch verifiziert werden müssen. Das werden wir euch aber später in einem anderen Video zeigen, beziehungsweise wenn es dann soweit ist, ja. Ganz genau. Aber ihr könnt erstmal eure eigene E-Mail-Adresse hier eintragen, denn das ist die da, die dann quasi in euren Daten steht, die unter den jeweiligen E-Mails dann angezeigt werden. Also Firma, Anschrift und, ja. Einfach mal erstmal was eintragen, damit ihr seht, was ihr eintragen müsst. Und dann geht es hier unten auf weiter. So, ich übergebe mich jetzt wieder an den Thomas. Jawohl. Also für ein ordentliches Geschäft gehört auch eine Geschäftsadresse dazu. Und
Da kannst du jetzt mal eben den Mustermann weiter in der Musterstraße, genau. In der Musterstadt, genau wie immer. Hier gebt ihr natürlich eure persönlichen Daten ein, logischerweise, ja. Genau. Hier geben wir 1, 2, Postleitzahl 3, 4, und 5 ein. okay, aber ist nicht schlimm. Du siehst, jetzt sind wir wieder verschwunden. Ich muss mal gerade gucken, schauen. G, 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 G. G, 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 G. Germany. Hier haben wir Germany. Sonst steht nämlich Afghanistan drin. Ja. Und jetzt geht Genau. es auch weiter. Okay. So. Und auf wundersame Weise haben wir jetzt schon eine Liste angelegt. Was eine Liste ist, erklären wir dann auch nochmal in einem separaten Video, was man damit macht. Heute ging es erstmal um den Account anlegen. Kannst du, Andi, lieber Andi, oben rechts nochmal ein bisschen vergrößern, wo Hallo Max steht? Ja. Und da mal draufklicken. Ja, dann komme ich wieder hierher. Genau. Und hier können wir jetzt nochmal überprüfen und noch ein paar Einstellungen machen, weil wir sind jetzt in der Zeitzone von Sao Paulo. Genau. Und die stellen wir natürlich auf Berlin ab. Auf Europa, genau, und Berlin oder Madrid könnte man auch nehmen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, wir haben die gleichen Zeitzonen, ne? Genau. Warte mal, Afrika, Europa mal irgendwo anders. Das ist leider etwas schwierig zu finden, manchmal hier. Ja, Afrika, Ja, ist ein Afrika, Europa, bisschen zu Dublin, leise. Ja, genau. Europa, hier haben wir es, Europa, Dublin, okay, dann müssen wir da runter. Europa, Lissabon, dann müssen wir nochmal da runter, okay. Europa, ich sage, Moment, sind wir bei Europa. Wieder Stück Europa, Budapest, wir müssen so langsam kommen hier. Berlin, da haben wir es doch. Aber Berlin. das Schöne ist, man sieht hier mal an dem Beispiel, wie viel möglich ist, Ja, genau. wie viel Zeitzonen. Und ihr seht hier ebenfalls, Deutsch ist schon eingestellt. Das kommt nämlich daher, wenn ihr euren Bilderroll-Account in Deutsch habt, wird automatisch die deutsche Sprache eingestellt bei dem Bilderroll-Mailingbus-Account. Ja, also Ganz genau. braucht ihr euch keine Gedanken machen. Eine Frage an dich. Wahrscheinlich wirst du schon wissen, welche Frage jetzt kommt. Was haben diese Nummern oder diese Punkte zu sagen hier? Kann man die ändern? Also soweit ich das verstanden habe, es wird nochmal überarbeitet, deswegen weiß ich nicht, wie der Stand sein wird, wenn Mailingboss überarbeitet ist. Soweit ich das aber verstanden habe, werden hier oder kann man voreingestellte Punkte vergeben. Je höher die Punktzahl, umso effektiver ist nachher der Lead, den man generiert hat. Okay. Hier sieht man ja zum Beispiel Punkte für Klick-Link. Das heißt, hier gibt es eine volle Punktzahl, nehmen wir es mal volle Punktzahl, 100. Okay. Jemand, der auf meinen Link klickt, der ist für mich sehr wertvoll. Ah, okay. Jemand, der die Kampagne nur öffnet, aber nicht auf meinen Link klickt, ist zur Hälfte wertvoll. Okay. Ja, also so wird dir so ein kleines Punktesystem vergeben. Aber ob das in dem neuen drin sein wird, anders gemacht wird, das weiß ich leider auch noch nicht. Ne? Okay, na, das werden wir dann sehen, denke ich mal, wenn es soweit ist. Auf der linken Seite kann man jetzt noch, bevor du speicherst, könnte man noch seinen Avatar setzen. Das ist eigentlich nur eine Funktionsweise, wenn man selber sein Bild hier noch mit drin haben möchte. Ich habe das in meinem Account gemacht, ist aber nicht wirklich gut für mich halt. Ja? Da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Ihr seht wahrscheinlich dieses G hier oben drauf. Bedeutet, wenn ihr eine E-Mail-Adresse mit Gravatar verbunden habt, wird automatisch das Bild hier eingeblendet. Ja, nur so ein kleiner Tipp Korrekt. nebenbei. Korrekt, danke, Andi. Genau. Bitte, bitte gerne. Dann gehen wir mal auf Speichern. Und da können wir mal oben auf Unternehmen gehen. Und da vielleicht noch ein bisschen größer machen. So, und hier können wir jetzt noch, das ist kein Muss, aber ein Können, die restlichen Felder noch ausfüllen. Sprich, in welcher Branche bin ich tätig? Also, ich würde sagen, wir schreiben hier einfach mal zum Beispiel ein, was gibt es hier schönes? Also Education und Training ist natürlich irgendwas, ja. ja, zum Beispiel, genau. Könnte sowas sein, ne? Zone, was machen wir hier? Ach, hier, man, ach, hier kommt das Bundesland da auswählen, okay. Richtig, ganz genau. Wenn wir mal Berlin nehmen, weil wir ja Berlin gesagt haben, oder? Ich weiß gar nicht, aber ist ja Musterstadt, ist die Berlin. Genau, hier könnt ihr irgendwie so Umsatzsteuer einbauen, dann könnt ihr irgendwie eine Richtig. Telefonnummer. Ihr seht schon hier oben, es sind Punkte mit dem Sternchen, das sind Punkte, die ausgefüllt werden müssen, ja.
Und die Punkte, wo hier kein Stern dabei ist, also diese Felder, wo kein Stern dabei ist, sind nicht zwingend notwendig, also sind nicht obligatorisch, ja. Genau, genau. Ist natürlich schön, wenn man wirklich gar nichts, ich sag's mal so, gar nichts zu verbergen hat. Ist es natürlich auch schön, wenn ich in meinen E-Mails, ja, ich sag mal, mein komplettes Geschäfts- oder Geschäftsfeld mit allen Kontaktmöglichkeiten darstelle. Genau. Ja, weil das bringt ja ein anderes Licht auf mich, weil ich habe nichts zu verbergen. Ja? Genau, und ihr könnt ja sogar noch die Website von euch mit einbauen. Bedeutet, ihr habt dann in eurer E-Mail jedes Mal sogar noch die Webadresse drin, wo dann die Besucher sogar direkt auf eure Webseite zugreifen können. Okay, das speichern wir jetzt mal und ich denke mal, das war es dann sogar schon. Oh. Genau, für die Account-Einrichtung und Mailing-Boss-Einrichten war es das jetzt erstmal. Ihr seht oben auch erfolgreich alles aktualisiert, also immer in grün, ist alles im grünen Bereich. Dort könnte auch ein Hinweis kommen, der erfolgt ja wirklich in rot, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Genau. Falls nämlich was schief gehen sollte und ihr was falsch eingetragen haben solltet, kommt dann hier eine Fehlermeldung, die ist dann rot ausgezeichnet mit roter Schrift, genau. Gut, das war's für das erste Video zum Mailing Boss. Würde ich sagen, Thomas, was sagst du? Ich habe mich gefreut, Andi. Jedenfalls, und wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserem nächsten Video wieder dabei seid, beim Teil 2. Da zeigen wir euch dann, wie es weitergeht und was wird das Thema sein. Und denkt an den Link unten drunter für die Akademie. Ja, ja, genau. Klickt auf den Link, meldet euch an. Ja, die Bilderall-Akademie ist kostenlos und dann gibt es noch eine VIP-Version. Alle Informationen findet ihr dort. Genau. Und das werden wir in der Videobeschreibung natürlich unter diesem Video verlinken. Außerdem natürlich das Video liken, unseren Kanal abonnieren und natürlich die Glocke anstellen, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn es neue Videos auf unserem Kanal gibt. Also, bis dann. Wir verabschieden uns. Danke. Ciao, ciao, sagt der Andi und Thomas. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.